Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen und für mehr kommunale Selbstverwaltung, Drucksache 19/6434, Drucksache 19/5839. Verabredete Redezeit der Fraktion, nachher 10 Minuten pro Fraktion. Berichterstatterin Frau Kollegin Goldbach, ich erteile das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Aufhebung des Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen und für mehr Selbstverwaltung, Drucksache 19/5839 und dem dazugehörigen Änderungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP, Drucksache 19/6375, ist folgende Beschlussempfehlung ergangen. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und der LINKEN, den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vielen Dank, Frau Goldbach. Als nächstes spricht für die Fraktion der Freien Demokraten Herr Kollege Dr. Hahn. Bitte sehr. Hohes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, deshalb sage ich das, weil meine Fraktion zum Großteil da oben sitzt. Aber ihr könnt dann ja den Beifall dafür ein bisschen mehr dann organisieren. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, als wir uns vor anderthalb, zwei Jahren mit dem Thema Straßenbeiträgen begonnen haben, auseinanderzusetzen hier im Hessischen Landtag, hätte ich nicht gewettet, dass wir letztlich zu einer derartigen Lösung und das gemeinsam mit den Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN kommen. Wir können uns alle daran erinnern, die Geschichte will ich nicht laufend wiederholen. Ja, die FDP und die CDU zusammen haben eine Veränderung vorgenommen und haben aus der Kann-Regelung eine Soll-Regelung gemacht im Kommunalen Abgabengesetz. Wir dachten, dass wir damals den Investitionsstau, den wir auf kommunaler Seite gesehen haben, ein bisschen auflösen können. Erstens, das ist nicht eingetreten. Es sind nicht zusätzlich Arbeiten durchgeführt worden. Das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass ein direkt gewählter Bürgermeister, eine direkt gewählte Bürgermeisterin nicht so wirklich hoch motiviert ist, eine neu eingerichtete Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Bürger auch tatsächlich einzulösen. Und das Zweite war, dass diese Regierungskoalition durch die Kommunalerlasse des Innenministers die Kommunalaufsicht angewiesen hat, dass alle Gemeinden, die überschuldet sind oder die Schulden haben, dass sie dann auch eine entsprechende Satzung einrichten müssen. Kollege Tobias Utter und ich haben das in unserer Heimatkommune Bad Vilbel auch erleben dürfen, dass ein SPD-Landrat im Wege der Kommunalaufsicht dann unseren Haushalt nicht genehmigt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles das hat dazu geführt, dass eine Unruhe in der Bevölkerung entstanden ist und darüber hinaus aber auch eine Unruhe in allen unseren Parteien, auch in allen unseren Fraktionen. Wir sind aus liberaler Sicht den Weg gegangen und haben vorgeschlagen in dem Änderungsgesetzentwurf, dass aus der Sollregelung im KAG wieder eine Kann-Regelung wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollten, dass die Kommunen vor Ort, to whom it may concern, der Stadtverordnete, die Gemeindevertreterin, entscheiden kann, was für ihre Kommune, was für ihre Stadt das Beste ist. Und wir wissen ja, dass es vor der Veränderung, die wir im KAG im Jahre 2013 gemacht haben, es schon eine Vielzahl von Kommunen in Hessen gegeben hat, die eine Straßenbeitragssatzung hatten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die hatte sich ja durch die Gesetzesänderung zunächst erst einmal überhaupt nichts verändert. Aber die Stimmung war auf einmal eine andere gewesen. Und der ein oder andere Bürgermeister meint ja heute noch, dass er sich einen schlanken Fuß machen kann und lieber die Entscheidung von Wiesbaden, egal wie rum auch immer, aufgedrückt bekommt. Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten. Das gilt für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aller Parteibücher, die wir so in Hessen auf dem Bürgermeistersitz im Rathaus haben. Das Sein und das Bewusstsein, ja, das ist richtig. Aber es ist falsch, wenn wir hier im Hessischen Landtag auf einmal meinen, wir könnten uns anmaßen, über die Notwendigkeiten vor Ort und über die Frage, wie man sie löst, wie man sie finanziert, alles selbst zu bestimmen. Wir hatten doch vor der letzten Kommunalwahl alle gemeinsam diskutiert, dass viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr bereit gewesen sind, auf Listen zu gehen, weil sie selbst Angst hatten, dass sie nichts zu entscheiden haben. Und jetzt soll auf der anderen Seite der Landtag beschließen, dass so jedenfalls der Antrag der LINKEN und so ja auch der Antrag der Sozialdemokraten, dass jetzt gänzlich auf etwas verzichtet wird, was es in mancher hessischer Kommune seit 50, 60 Jahren gibt und wo erst in den letzten drei, vier Jahren eine Diskussion eingetreten ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sozialdemokraten, das hätte ich euch nicht zugetraut, dass ihr so einen populistischen Ansatz bei dieser Frage wählt. Wir haben also jetzt den Weg freigemacht, weg vom Zwang. Wir haben darüber hinaus, wird sicherlich noch die Kollegen von CDU und GRÜNEN etwas dazu sagen, uns zu der Frage, wie kann eine für die Bürgerinnen und Bürger erträglichere Lösung gewählt werden, wenn man sich dann für, wenn man sich dann die Straßenbeitragszahlungen weiterhin in der Kommune vorbereitet. Wir haben das auf der einen Seite durch Ratenzahlungsmöglichkeiten bis hin zu 20 Jahren gemacht. Sie wissen, dass neu eingeführt worden ist im Jahre 2013, dass neben den Einmalzahlungen auch wiederkehrende gemacht werden können, wo ja schon eine erhebliche Entschlackung der Höhe der Zahlungen durchgeführt werden kann. Hier ist noch auf besonderen Wunsch von einer Reihe von Bürgermeistern und Bürgermeistern, insbesondere der Union, die Frage der Finanzierungsmöglichkeiten geändert worden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf zeigt, dass man auch als Oppositionsfraktion, wenn man die Anhörung gut vorbereitet, ja, ich gestehe, wir waren es gewesen, die mehrere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von den Kommunen auf die Sachverständigenliste gesetzt haben, die aus den verschiedensten Gründen diesen Zwang nicht mehr haben wollten. Manche haben ja auch in der Funktion als Bürgermeister einer Kommune anders gesprochen als als Vertreter des Kommunalen Spitzenverbandes. Das fand ich auch eine neue Erkenntnis, die ich so, ja, aber so offensichtlich habe ich sie so selten erlebt in einer derselben Anhörung, Herr Wagner. Ich rede jetzt nicht von zwei verschiedenen, sondern ich rede von einer und derselben Veranstaltung. Das ist schon ein bisschen beachtlich. Das hatten wir bei der Hessenkasse aber auch gehabt. Auch hier wieder offensichtlich das Sein und das Bewusstsein. Und wenn, meine sehr verehrten Damen und Herren, die zuständigen kommunalen Vertreter vor Ort zu dem Ergebnis kommen, wir möchten keine Straßenbeiträge mehr erheben, dann ist das ihr gutes Recht. Dann müssen sie aber sich auch ein bisschen darüber überlegen, wie sie denn die Finanzierung vornehmen. Und wenn sie eine Straßenbeitragssatzung weiterhin haben wollen, können sie sich entscheiden zwischen einmal und zwischen wiederkehrend. Bei den wiederkehrend werden sie sogar jetzt noch unterstützt vom Land Hessen durch finanzielle Strukturunterstützung. Es ist nun einmal sehr aufwendig, wenn man die Kreise dann so einteilt, dass man die Wiederkehrenden einigermaßen gerecht hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man richtig eine Anhörung vorbereitet, wenn man ganz offensichtlich merkt, dass ein Thema nicht nur einen selbst, sondern eine Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern und auch eine Vielzahl von Institutionen interessiert, wenn man dann noch über die Landesgrenze hinüberschaut und sieht, was z.B. in anderen Bundesländern zu diesem Thema gerade passiert, so kann man auch als kleinste Oppositionsfraktion die Regierungskoalition überzeugen, gemeinsam etwas zu machen. Das ist ein Kompromiss. Das sage ich auch sehr offen. Aber warum auch nicht? Das Leben bildet sich häufig aus guten Kompromissen. Das ist ein guter Kompromiss. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin nicht so optimistisch wie
Tarek Al-Wazir bei dem Thema, das wir eben erörtert haben. Ich habe das Gefühl, wir kriegen jetzt eine dritte Lesung, gehen dahin, es wird aufgerufen und es wird keiner meldet sich mehr und dann machen wir die dritte Lesung fertig. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr inhaltlich debattieren. Vielleicht sind wir deshalb dann auch früher fertig als ihr und können früher zu den Empfängen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hahn. Als nächstes spricht Herr Abg. Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute beginnen wir die Sitzungswoche mit einer Reihe von Diskussionen zu den Straßenbeiträgen. In den nächsten Tagen werden wir das Thema noch weiter vertiefen, da mehrere Gesetzentwürfe vorliegen. Ja, einige Parteien, insbesondere die CDU und die GRÜNEN, haben das Thema, die Dynamik und den Ärger, der damit verbunden ist, weit unterschätzt. Jetzt machen Sie aus Ihrer Not eine Tugend und schmieden einen Jamaika-Zweckverband, um noch rechtzeitig vor der Landtagswahl das leidige Thema abzuräumen. Das wird Ihnen aber nicht gelingen. Viel zu stark ist der Ärger bei den Betroffenen. Viel zu groß ist die Bewegung der Bürgerinitiativen gegen die Straps bereits jetzt angewachsen. Und alle fragen sich, warum ist die Abschaffung der ungerechten Straßenbeiträge in Hamburg, in Berlin oder bald auch in Bayern, übrigens jeweils auch mit den Stimmen der CDU oder der CSU, möglich, aber in Hessen geht das nicht. Wir werden diese Frage auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter öffentlich stellen, denn die Kassenlage ist gut und eine Entlastung der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Kommunen wäre ohne Weiteres möglich und finanzierbar. Den ersten kleinen Vorgeschmack erhalten die Menschen in Hessen nun schon von einer möglicherweise nach dem 28. Oktober drohenden Jamaika-Koalition durch den von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP gemeinsam eingebrachten Änderungsantrag. Der ursprüngliche Gesetzentwurf der FDP wurde durch den vorliegenden Änderungsantrag erweitert, aber grundlegend ändert sich nichts. Das Hauptproblem ist horrende Belastung für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger und für die Kommunen wird nicht angegangen. Es bleibt bei der halbherzigen und wenig hilfreichen Änderung in § 11 des KAG, aus der soll eine Kannvorschrift zu machen und festzustellen, dass es der erst durch Erlass der Landesregierung geschaffene Druck der Aufsichtsbehörden auf defizitäre Kommunen war, Straßenbeitragssatzungen zu erzwingen und der diese Protestwelle ausgelöst hat. Allerdings wird diese Passage durch den Änderungsantrag nun abgeschwächt. Hieß es im ursprünglichen FDP-Gesetzentwurf noch, dass eine Rechtspflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen nicht bestehe, heißt es nun plötzlich lediglich, dass Straßenbeiträge von der Verpflichtung, Entgelte vorrangig zu erheben, ausgenommen seien. Das ist durchaus ein nicht unwesentlicher Unterschied, meine Damen und Herren. Und in der Begründung des Änderungsantrags zu Artikel 2 betont das Jamaika-Zweckbündnis auch noch einmal, dass Kommunen selbstverständlich weiterhin alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung zur Defizitvermeidung ausschöpfen müssen. Das heißt doch nichts anderes, als dass ärmeren Kommunen auch künftig dann nachrangig bei finanziellen Engpässen ihrer Anwohner zusätzlich zur Kasse bitten werden. Ihr Verständnis von kommunaler Selbstverwaltung erschöpft sich also darin, es den Kommunen zu überlassen, an welcher Stelle sie Kürzen und Beiträge erheben dürfen. Wir haben da eine völlig andere Vorstellung von kommunaler Selbstverwaltung und der finanziellen Ausstattung der Kommunen. Der ursprüngliche Antrag der FDP, der ja lautete, Gesetz zur Aufhebung
des Erhebungszwangs von Straßenbeiträgen. Da ist immer die Frage, sozusagen, aus welcher Blickrichtung guckt man denn auf diesen Erhebungszwang, aus dem der Kommunen oder aus dem der Bürgerinnen und Bürger, ist damit vollends umgekehrt, meine ich. Natürlich wird es weiterhin den Erhebungszwang geben, nämlich für all die Kommunen, die eben keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können, unter dem sogenannten Schutzschirm stehen oder dank des Hessenkassengesetzes in schlechten Zeiten agieren müssen. Es bleibt also dabei, Menschen, die ein eigenes Haus besitzen, können auch weiterhin mit hohen, oft fünfstelligen Beiträgen belastet werden. Das ist das, was Sie wollen. Die Anhörung am 12. April hat eindrucksvoll gezeigt, welche Ungerechtigkeiten es bei Straßenbeiträgen gibt, wie die Betroffenen denken, was sie fordern und wie dies vom Land finanziert werden kann. Von all dem haben CDU, GRÜNE und FDP nichts, aber auch gar nichts in ihren Änderungsantrag übernommen. Nichts, aber auch gar nichts. Diese ganze fünfstündige Anhörung war für Sie für die Katz. Die Änderung in § 11a Absatz 3, wonach nun Ratenzahlung für einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren möglich sein soll, soll ebenso wie die neue Einfügung des Absatzes 4 in dem auch Ratenzahlungsanträge rückwirkend für die Jahre 2017 und 2018 verändert werden können. Das sind aber hilflose Versuche, ungerechte Härten von Betroffenen zu lindern. Warum eigentlich nur bis 2017, frage ich an dieser Stelle. Wie kommen Sie eigentlich auf dieses willkürliche Datum? Wo kommt das her? Gibt es aus dem Zeitraum davor, also 2016, keine Fälle, in denen Menschen einmalige Straßenbeiträge zu zahlen hatten, die noch nicht vollständig gezahlt wurden? Die Frage wäre zu klären. Was also soll die 92-jährige Dame in Wetzlar-Münchholzhausen tun, die über 20.000 € zahlen soll, um ihren Hinterbliebenen ihr jahrzehntelang erspartes Häuschen schuldenfrei vererben zu können? Da hätte ich gerne eine Antwort drauf. Die würde ich dann auch weiterreichen an die Dame. In der Werra-Rundschau vom 17.05.2018 war Folgendes zu lesen. Zitat: Ich werde mein Haus und Grund definitiv verkaufen müssen, sagt Olaf Urbach, auf den laut eigener Aussage eine Zahlung in Höhe von rund 30.000 € zukommt. Markus Fleischhacker vom gleichnamigen Dachdeckerbetrieb an der Eschweger Straße berichtet, dass er 5 Mitarbeiter habe entlassen und seinen Kran verkaufen müssen. Ich arbeite jetzt nur noch mit meiner Frau und fange ganz vorne an. Anders wäre das wirtschaftlich nicht mehr möglich gewesen. Was wird aus diesem Handwerksmeister aus Wischmannshausen, Frau Arnold, frage ich Sie und auch die der CDU-Fraktion. Aber auch die von Ihnen nun favorisierten wiederkehrenden Straßenbeiträge sind keine Alternative, meine Damen und Herren. Zwar entlasten Sie mit Ihrem Änderungsantrag die Kommunen ein wenig, indem Sie einen pauschalen Kostenausgleich bei der Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge von 5 € je Einwohner einräumen. Dieser Betrag reicht aber bei weitem nicht aus, die Aufwendungen in den Anrechnungsgebieten dauerhaft auszugleichen. Bei einer Veranstaltung berichtete mir jüngst ein Bürgermeister einer Gemeinde mit 6.500 Einwohnern, dass bei ihm die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen dauerhaft, wohlgemerkt dauerhaft, eine halbe Planstelle erfordere. Das heißt also, mit einmalig 32.500 €, so Ihr Gesetzentwurf, wäre diese Arbeit bestenfalls im ersten Jahr finanziert. Danach ginge alles wieder voll zulasten der Gemeindekasse. Das ist das, was Sie wollen. Es ist also kein Wunder, dass nur 9% der hessischen Städte und Gemeinden wiederkehrende Straßenbeiträge eingeführt haben. Dieser Prozentsatz wird sich auch mit noch so hohen Zuschüssen, wie Sie es jetzt vorgesehen haben, nicht wesentlich erhöhen. Für diejenigen, um die es uns geht, nämlich den Betroffenen, die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer, sind wiederkehrende Straßenbeiträge zudem nicht akzeptabel.
Sie führen vor allem in größeren Kommunen, in denen es immer eine Straße gibt, die gerade grundsaniert werden muss, zu einem jährlich wiederkehrenden Beitrag für alle. Mit dem Gesetzentwurf des Jamaika-Bündnisses wird sich für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger in ihrer Situation also grundlegend nicht Wesentliches ändern. Wir werden daher Ihrem Gesetzentwurf auch in der geänderten Jamaika-Version nicht zustimmen. Und da wir ja mitten in der Diskussion sind und es Vorschläge zur Finanzierung gibt und auch Alternativen weiter diskutiert werden müssen, beantrage ich namens meiner Fraktion, die dritte Lesung durchzuführen. Wir bleiben auf jeden Fall dabei, Straßenbeiträge, egal ob wiederkehrend oder einmalig, gehören abgeschafft. Vielen Dank, Herr Schaus. Als nächstes spricht Herr Kollege Bauer für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Koalitionsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben sich mit der FDP zusammen auf ein gemeinsames Maßnahmenpaket und Vorgehen geeinigt, das bereits zum Sommer 2018 in Kraft treten soll. Wir schaffen damit eine zweckmäßige Weiterentwicklung des Systems der Straßenbeiträge. Wir schaffen einen sinnvollen Ausgleich zwischen kommunaler Selbstverwaltung und den nachvollziehbaren Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern vor einer finanziellen Überlastung. Und wir präsentieren einen seriösen Vorschlag, der populären Forderungen nach einem Geldsegen im Hinblick auf die Landtagswahl widersteht, meine Damen und Herren. Die Kernpunkte des mit einem Änderungsantrag erweiterten Gesetzentwurfs im Überblick. Erstens. Die Kommunen entscheiden selbst, ob sie Straßenbeiträge erheben wollen. Die Erhaltung der kommunalen Straßen und die Beitragserhebung sind ureigene Aufgaben der Kommunen und ein wichtiger Teil der kommunalen Selbstverwaltung. Es liegt somit in der Entscheidungskompetenz der politischen Mandatsträger vor Ort, wie, ob und in welcher Form sie Beiträge erheben wollen und ihr kommunales Eigentum finanzieren möchten. Wir sind überzeugt, dass der bedarfsgerechte und bürgernahe Entscheidungsprozess am besten direkt in der Kommune unmittelbar von den Betroffenen selbst getroffen werden soll. Damit stärken wir ausdrücklich die kommunale Selbstverwaltung. Meine Damen und Herren, mit dieser Entscheidungsfreiheit der Kommunen gehört auch die Möglichkeit dazu, selbst zu entscheiden, mit welchen Mitteln die Straßen, Wege und Plätze saniert werden sollen. Beispielsweise kann die Finanzierung der Sanierung statt über die Beiträge auch über die Grundsteuer erfolgen. Und diese kann bekanntlich anders als die Beiträge auf die Mieter umgelegt werden. Wir setzen also an mit unserem ersten Lösungsvorschlag, dass die Kommunen selbst entscheiden sollen, ob sie Straßenbeiträge erheben wollen. Die bisherige Sollregelung wird in eine Kannregelung geändert. Und damit schaffen wir nichts weltbewegend Neues. Und das ist ja nicht der Untergang des Abendlandes. Damit wird die Straßenbeitragserhebung auf den Rechtszustand des Jahres 2013 im KAG zurückgesetzt. Und da hat das Ganze auch schon sehr gut funktioniert. Zweiter Gedanke. Wir stärken auch die Entscheidungsfreiheit und Selbstverwaltung von defizitären Kommunen. Im Wege des sogenannten Herbsterlasses im Jahr 2014 wurde die seitherige Sollvorschrift dahingehend ausgelegt, dass die Haushalte von defizitären Städten und Gemeinden, welche keine Straßenbeiträge erheben, grundsätzlich nicht genehmigungsfähig sind bzw. waren. Davon konnte abgesehen werden, wenn die betroffenen Kommunen den Haushaltsausgleich nur kurzfristig oder geringfügig nicht erreichten. Und die Form dieser konsequenten Haushaltsaufsicht aus dem Jahre 2014 kann nun guten Gewissens wieder gelockert werden und aufgehoben werden. Denn die Konsolidierung der kommunalen Haushalte ist in den vergangenen Jahren sehr, sehr erfolgreich fortgeschritten. Meine Damen und Herren, blicken Sie einmal kurz zurück auf das Jahr 2010. Damals lag das Finanzierungssaldo aller hessischen Kommunen bei minus 2,2 Milliarden €. Und lediglich 10% der Kommunen konnten damals einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Heute sehen die Zahlen glücklicherweise ganz anders aus. Im Jahr 2016 konnten die hessischen Kommunen einen positiven Finanzierungssaldo von über 300 Millionen € aufweisen. Und knapp 80% der Kommunen konnten einen ausgeglichenen Haushalt erzielen. Und im Jahr 2017, meine Damen und Herren,
sind voraussichtlich 94% aller Kommunen in der Lage, einen ausgeglichenen Haushalt zu bewirtschaften. Das ist eine erfolgreiche Politik der Entschuldung unserer Kommunen. Und die Kommunen haben dadurch mehr Handlungsspielraum und Entscheidungsfreiheit gewonnen, dank dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir stärken die Freiheit, selbst zu entscheiden, mit welchen Mitteln die Straßen saniert werden sollen. Und deswegen sollen alle Kommunen ab jetzt selbst entscheiden, ob und in welcher Form sie Straßenbeiträge erheben wollen. Maßgeblich für uns sind aber auch die Sorgen mancher Grundstückseigentümer in Hessen und dass es individuelle Härten gibt, bei denen Anwohner von hohen Beitragsrechnungen belastet werden, ist unstrittig und deshalb steuern wir an verschiedenen Stellen auch nach. In einem dritten Regelungsbereich schaffen wir erhebliche Verbesserungen und Entlastungen für die Menschen. Wir verbessern die Zahlungsabläufe und entlasten so die Anlieger. Die bisher schon immer bei einmaligen Beiträgen bestehende Möglichkeit, auf Antrag eine Zahlung in Raten einzuräumen, das wird zugunsten der Grundstückseigentümer weiter verbessert. Auf das Erfordernis eines berechtigten Interessens des Beitragsschuldners wird künftig verzichtet. Und zur Begleichung werden nunmehr statt bisher 5 bis zu 20 aufeinanderfolgende Jahre als Jahresraten ermöglicht. Und ganz entscheidend, der Zinssatz bei der Verzinsung der Restschuld wird um 2 Prozentpunkte verringert, meine Damen und Herren. Ein vierter Aspekt. Die Kommunen, die wiederkehrende Straßenbeiträge erheben wollen, denen greifen wir finanziell unter die Arme. Denn es ist wichtig, dass wir dieses neue System seit dem Jahr 2013 haben. Und es ist ein wichtiger Beitrag zur Kostenminimierung der betroffenen Grundstückseigentümer und Anlieger. Im Einzelnen sind bei der Festlegung, wenn die Kommune sich vor Ort dafür entscheidet, die Belastungen erheblich geringer als bei einmaligen Straßenbeiträgen, da sich die Kosten der Straßensanierung auf mehrere Schultern verteilen. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Kampagne der SPD, und Kollege Tobias Ecker zum Beispiel war bei mir im Wahlkreis unterwegs, unter dem Titel Solidarische Straßenfinanzierung voranbringen. Es gab geradezu einen Werbefeldzug für die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Und Sie haben recht, es ist eine Verbesserung der Beitragspflicht und eine Entlastung, denn durchschnittlich in ganz Hessen liegen die Beiträge und Belastungen bei wiederkehrenden Beiträgen bei durchschnittlich 200 € im Jahr, meine Damen und Herren. Und sie fallen auch nur dann an als Kosten, wenn die betroffenen Anlieger in einem Bauprogramm sind und die Straße in dem Abrechnungsgebiet in diesem Jahr auch zum Tragen kommt. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Anhörung hat auch gezeigt, dass wir bei der Umstellung den kommunalen Verwaltungsaufwand und die Kosten, die vor Ort entstehen, stärker berücksichtigen müssen. Es ist eben nicht möglich, dass die Umstellungskosten auf die Beiträge umgelegt werden können, sodass die Kommune davon abschreckt, weil natürlich mit diesen entsprechenden Aufwendungen das ordentliche Ergebnis der Kommune belastet wirkt. Und deswegen vereinfachen wir die Umstellung. Und deswegen fördern wir, wenn Kommunen von einmaligen auf wiederkehrende Straßenbeiträge umstellen wollen. Die Ausgleichszahlung beträgt 5 € pro Einwohner, mindestens aber 20.000 € je Abrechnungsgebiet. Und damit wird die Einführung oder die Umstellung auf wiederkehrende Straßenbeiträge pauschal finanziell ausgeglichen. Eine gute Entscheidung, meine Damen und Herren. Und in einem fünften Aspekt vereinfachen wir die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen durch die entsprechende Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung. Bisher müssen die Abrechnungsgebiete für wiederkehrende Straßenbeiträge in einem sogenannten funktionalen Zusammenhang stehen. Und nach der neuen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dies nicht mehr geboten. Ein räumlicher Zusammenhang reicht demnach aus. Und deshalb werden wir das auch ansprechen und abändern, dass wir in § 11 Absatz 2a diese entsprechende Verpflichtung nicht mehr nennen. Und deshalb ist es viel leichter für die Kommunen, Abrechnungsgebiete zu definieren. Und sie bekommen einen entsprechenden Zuschuss für die Umstellungskosten. Das sind 5 gute Maßnahmen für eine zweckmäßige Weiterentwicklung, meine Damen und Herren, und für einen sinnvollen Ausgleich für die unterschiedlichen Interessen im Straßenbeitragsrecht. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und haben viele Maßnahmen gefunden, gemeinsam gefunden, die entsprechenden Anwohner zu entlasten und das Straßenbeitragsrecht freier und besser zu machen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Das Wort erteile ich dem Abg. Rudolph, SPD-Fraktion. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wer bei der Anhörung
nicht nur körperlich anwesend war, sondern auch alles mitbekommen hat, was in der fast sechsstündigen Anhörung. Ja, Sie waren nicht da, Herr Kollege Arnold, deswegen können Sie sich gar nicht angesprochen. Oder waren Sie da? Dann nehme ich das mit dem Ausdruck des tiefsten Bedauerns zurück. Also, ich wiederhole das für den Kollegen Dr. Arnold noch einmal. Die, die nicht nur körperlich war, sondern die sechs Stunden Anhörung genossen haben, die, die nicht da waren, das Protokoll gelesen haben, was zwischenzeitlich erstellt ist, haben möglicherweise einen Erkenntnisgewinn. Aber Herr Kollege Dr. H.C. Hahn, möglicherweise den falschen Erkenntnisgewinn. Das war jetzt ganz nett formuliert, aber in der Sache trotzdem zutreffend. Worum geht es? Worum geht es? Es geht um die Abschaffung von Straßenbeiträgen. Ein ernstes Thema, was in der Tat in den letzten Monaten an Fahrt aufgenommen hat. Das wird auch nicht diese Woche mit der Verabschiedung eines Gesetzes beendet sein, sondern die Bürgerinnen und Bürger im Lande sagen, hier ist Handlungsbedarf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um was geht es konkret? Zunächst hat die FDP gesagt, wir haben im Jahre 2013 eine Gesetzesänderung mitgetragen, die hat sich als falsch erwiesen. Das ist völlig legitim zu sagen, dass man Positionen verändert. Aus dem Soll, was juristisch ein Muss bedeutet, machen Sie jetzt eine Kannvorschrift. Damit ist es weiterhin möglich, dass Kommunen Straßenbeiträge erheben. Dieser Grundsatz wird von Ihnen festgeschrieben und von Grün und CDU übernommen. Das ist die erste Schwierigkeit. Zweitens. Sie haben ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, wo Sie sagen, das hilft den Bürgerinnen und Bürgern, die teilweise unstrittigerweise fünf Einzelfälle oder sechsstellige Summen bezahlen müssen. Und, meine Damen und Herren, was hilft es denn einem Beitragszahler, wenn jetzt die Fristen für Ratenzahlung von 5 auf 20 Jahre erhöht werden? Möglicherweise erreichen nicht mehr alle diese 20 Jahre, weil das oftmals auch Personen sind, die lebensälter sind. Was hilft den Personen, wenn sie die Verzinsungssätze senken? Was hilft dem beitragszahlenden Bürger, wenn sie die Abrechnungsgebiete zusammenfassen und vereinfacht darstellen? Und was hilft den Bürgerinnen und Bürgern, wenn die Kommune für die Rechnung der Kosten einen Zuschuss bekommt? Dem Bürger hilft es gar nichts. Das ist genau der falsche Ansatz. Und Kollege Schaus hat es eben gesagt. Was sagen Sie denn, Frau Kollegin Arnold, dem Bürger in Sondra-Wichmannshausen? Uns wird von Bürgerinitiativen mitgeteilt, Sie würden Leute anrufen und sie beschwichtigen. Was haben denn die Bürger davon? Was sagen Sie denn, meine Damen und Herren von FDP, CDU und GRÜNEN, den Bürgerinnen und Bürgern in Sondra-Wichmannshausen, in Niederaula, in Hohenroda, in Battenberg-Frohnhausen, in Linden, in Wetzlar-Münchholzhausen? Was sagen Sie denn den Bürgerinnen und Bürgern? Mit wie viel Euro entlasten Sie durch Ihren Gesetzentwurf die Bürgerinnen und Bürger? Im Kern um 0 Euro. Das ist der völlig falsche Ansatz. Völlig falscher Ansatz. Herr Kollege Rudolph, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abg. Hahn? Ich nehme das als Ja. Drücken Sie bitte einmal. Ja. Gehe ich recht in der Annahme, Herr Kollege Rudolph, dass alle die Kommunen, die Sie eben aufgezählt haben, bereits vor 2013 eine Straßenbeitragssatzung hatten? Das wäre so, ändert das ja nichts an meiner Argumentation, Herr Kollege Dr. H.C. Hahn, weil im Kern geht es darum, dass die Belastungen der Bürger und Bürger zunehmen, weil wir in vielen Kommunen einen Sanierungsstau haben, weil die Finanzausstattung hessischer Kommunen im Vergleich zur bundesweiten Auslastung ein Unterschied ist. Jawohl, jawohl. Und neben dem Landkreis Saarland haben hessische Kommunen das größte Defizit. Und wissen Sie, Herr Boddenberg, Ihnen empfehle ich einmal, sich die Finanzierungssalden anzuschauen. Pressemitteilung des geschätzten Finanzministers aus Hessen für die Jahre 2007 bis 2017 haben hessische Kommunen, jetzt sind es 423 und 21 Landkreise, immer noch ein Finanzierungsdefizit von 4 Milliarden €. Das ist die Realität, die die CDU in fast 20 Jahren Regierungsverantwortung zu verantworten hat. Das ist ihre Leistungsbilanz. Also, Sie sagen den Bürgerinnen und Bürgern, die Ratenzahlung wird gestreckt.
Das wird der Oma mit 75 und 80 unheimlich helfen, und das motiviert sie dann auch weiterhin am Leben so teilzunehmen, dass sie das alles bezahlen kann. Ja, da können Sie lachen, aber das sind Fälle aus der Praxis. Wenn Leute 10, 20, 30.000 € zahlen müssen, ist das für Menschen, die mietfrei ein Haus dann haben und die Schuld bezahlt haben, solche Belastungen sind enorm. Da kann man lachen, da kann man lachen, aber das zeigt eigentlich nur die Arroganz, die Einzelne von Ihnen an den Tag legen, um das auch einmal sehr deutlich zu sagen. Was sagt der? Was sagt der für Finanzen zuständige Stadtrat der CDU in Schellenberg? Er hat gesagt, können Sie in der Zeitung nachlesen dieser Tage, die Abmachungen der Landtagsfraktionen von CDU, FDP und GRÜNE seien in der Praxis irrelevant. Er hat recht, weil sich für die Bürgerinnen und Bürger nichts ändert. Kein Euro weniger. Kein Euro weniger. Ja, im Hillemis Jahrmarkt, Herr Boddenberg. Von der Seite kommt Freibier für alle. Ja, Sie haben völlig recht. Sie haben völlig recht. Die SPD fordert die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Wir sind dafür, dass die Kommunen eine Investitionspauschale bekommen. Die gab es schon früher. Unser Fraktionsvorsitzender wird morgen dazu den Gesetzentwurf vorstellen, was wir schon öffentlich getan haben. Und natürlich kostet das Geld. Und wie finanzieren wir das? Ihre Frage ist ja legitim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Dr. Arnold, Sie sind ein so dankbarer und auch zuverlässiger Stichwortgeber. Ich will Ihnen das gerne an der Stelle. Nein. Sie sollen das bekommen, was Sie verdienen, eine redliche Antwort. Morgen Top 4 Tagesordnung, das Versorgungssicherungsgesetz. Das verursacht laut Ihren Angaben Kosten von jährlich mindestens 40 Millionen €. Wie wird es finanziert? Entnahme aus der Rücklage. Entnahme aus der Rücklage. Wenn Schwarz-Grün das macht, ist es seriös. Wenn andere auf die Rücklage zugreifen, ist es unseriös. Sie sind entlarvt. Das ist Heuchelei pur. Heuchelei pur. Sie kennen ja den Biedermann und den Brandstifter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist wirklich Heuchelei pur. Sie kommen mit dieser Arie dann immer, wie finanzieren Sie das? Mit den gleichen Steuergeldern wie Sie. So einfach ist die Welt. So einfach ist die Welt. Und deswegen wird der Gesetzentwurf, den Sie dann am Donnerstag mit Ihrer Mehrheit verabschieden, keinem Bürger helfen in den genannten Orten. Die Diskussion geht ja auch weiter. Sie haben es versäumt, ein Thema grundlegend zu regeln. Wir wollen, dass Hauseigentümer nicht überbelastet werden. Sie sagen, ja, Herr Kollege Bauer, ach, er ist gar nicht da. Schade, jetzt hätte ich ihm entgegnet. Ja, dann nehmen wir das auch so zur Kenntnis. Also, dann können Sie dem Kollegen Bauer, ausrichten, das sei Sache der Kommunen. Ja, auch die Unterhaltung und die Betreuung von Kitas und Krippenplätzen ist Sache der Kommunen. Das wird auch mit Landesgeld unterstützt. Also, Sie müssen dann schon mal sich für irgendeine Strategie entscheiden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie müssen schon mal ein bisschen redlich argumentieren. Wir wollen, dass die Kommunen unterstützt werden. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Und wir wollen kein zusätzliches Programm für Steuerberatungsbüro, die nämlich oft bei Erschließungsbeiträgen und solchen Geschichten tätig sind, auferlegen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das, was Sie vorgelegt haben, dieses Maßnahmenpaket mit den 5 Punkten, ein Placebo. Es läuft ins Leere. Es gibt Alternativen. Es gibt einen Gesetzentwurf der SPD, es gibt einen Gesetzentwurf der LINKEN. Das, was Sie machen, wird nicht zur Beruhigung im Lande beitragen. Das merken wir an den vielen Rückmeldungen. Und deswegen bleiben wir natürlich am Ball. Frau Lannert, setzen Sie sich mit dem Thema einmal inhaltlich auseinander. Dann können wir gemeinsam darüber diskutieren. Und deswegen, meine Damen und Herren, und deswegen bleibt das, was Sie hier vorschlagen, nur ein kleiner Verwaltungsentlastungsschritt. Aber es ist kein großer Wurf. Er greift ins Leere. Wer will, dass Straßenbeitragsgebühren abgeschafft wird, der muss anderen Gesetzentwürfen zustimmen. Es gibt mindestens 2 Alternativen, die sind mindestens so seriös finanziert wie Ihre Dinge. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir werden den Gesetzentwurf spätestens in dritter Lesung ablehnen. Und ich finde, man kann auch über die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen am 28. Oktober entscheiden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist inzwischen noch der Dringliche Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes, Drucksache 19/6451. Wird die Dringlichkeit nach § 59 Nr. 3 der Geschäftsordnung bejaht? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann ist das der Fall. Der Dringliche Gesetzentwurf wird Tagesordnungspunkt 102 mit einer Redezeit von 7,5 Minuten. Ich gehe einmal davon aus, dass der Tagesordnungspunkt nicht ans Ende der Tagesordnung soll. Herr Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich würde vorschlagen, die Kolleginnen und Kollegen haben das signalisiert, dass wir das mit 5 Minuten Redezeit versehen können. Und ich würde vorschlagen, dass wir das am Mittwoch nach dem Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung für ein Mobilitätsgesetz, machen, bevor wir die Beschlussempfehlung für die Ausschüsse zu Petitionen und die Beschlussempfehlung ohne Aussprachen aufrufen. Dann können wir das noch in erster Lesung behandeln. Also der Vorschlag lautet Mittwoch nach Punkt 10, nach Top 10. Ist das einverständlich? Herr Kollege Rudolph, Lenders, Bellino, Schaus? Okay, dann verfahren wir so. Also wird der Tagesordnungspunkt 102 aufgerufen, morgen nach Top 10. Als Nächstes hat jetzt das Wort in der Debatte zu den Straßenausbaubeiträgen Frau Kollegin Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe ja öfter die dankbare Aufgabe, nachdem Herr Kollege Rudolph für Stimmung in der SPD-Fraktion gesorgt hat, wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Das will ich gerne ein weiteres Mal tun. Schauen wir uns doch einmal an, wovon wir hier eigentlich sprechen. Einfach die Zahlen. Wir haben vom Innenministerium, danke dafür, alle Fraktionen die Zahlen bekommen, wie viele Straßenausbaubeiträge, also wie viele Fälle es überhaupt gab, und zwar für den Zeitraum 2015 bis 2017. Von den 426 Städten und Gemeinden in Hessen haben 389 eine Straßenbeitragssatzung. Wir hatten insgesamt Fälle in diesen 3 Jahren 69.427. Davon betrugen unter 10.000 Euro Anliegerbeitrag pro Fall 67.067, das entspricht 96,6% aller Fälle. In der Beitragshöhe 10.000 bis 25.000 Euro waren es 1.543 Fälle, das entspricht 2,2%. Über 25.000 Euro, solche Fälle, von denen Herr Schaus z. B. eben sprach, sind es 91 gewesen. Das entspricht 0,28% aller Fälle. Interessant ist auch noch die Anzahl der Stundungen. Es gab dort 530, also 0,76%. Also, wenn man das ins Verhältnis setzt zu der Gesamtanzahl, haben relativ wenige Anlieger einen Antrag auf Stundung gestellt. Es gab auch Teil- oder Vollerlasse. Und das muss man auch immer mit dazu sagen. Die Kommunen haben die Möglichkeit, in ihren Satzungen Bürgerinnen und Bürger bei besonderen Härten die gesamte Zahlung zu erlassen. Davon gab es 41 Erlasse. Ich möchte auch direkt noch einmal zu dem Beispiel, Herr Kollege Schaus, Ihres Dachdeckers kommen. Das ist nämlich sehr anschaulich und schön in Wichmannshausen. Sie sagten, der hat 30.000 € zu zahlen und habe 5 Angestellte entlassen. Die Gebührenbescheide sind noch gar nicht verschickt. Wenn wir jetzt einmal überlegen, was passiert jetzt, wenn unser Gesetzentwurf in letzter Lesung beraten und beschlossen wird, was passiert, wenn Ihr Gesetzentwurf beschlossen würde? Wenn wir unseren jetzt beschließen, dann kann dieser Dachdecker diese 30.000 € über einen Zeitraum von 20 Jahren zahlen. Das macht pro Jahr 1.500 €. Und ich denke, das übersteigt nicht seine Belastungsgrenze. Sollte
der Gesetzentwurf der LINKEN in Kraft treten, wovon ich mal nicht ausgehe, dann hieße das, der muss trotzdem zahlen, und ihm ist überhaupt gar nicht geholfen. Und dann sind wir schon nämlich bei dem großen Problem Ihres Gesetzentwurfs. Da schaffen Sie genau an dieser Stelle bei dem Übergang, wenn das so käme, eine Ungerechtigkeit, die können Sie keinem erklären, keiner Frau und keinem Mann in diesem Land. Warum sollten die Bürgerinnen, die bisher gezahlt haben, warum sollten die auf ihren Belastungen bleiben? Und in Zukunft zahlen dann vielleicht die nächsten Leute in der nächsten Straße nebenan keinen Cent. Das können Sie niemandem erklären. Und wenn man sich jetzt mal genauer anschaut, wie ist es denn eigentlich mit der Finanzierung der Gemeindestraßen, dann kann man doch ganz klar feststellen, das Land beteiligt sich doch schon an den Kosten der Straßenfinanzierung. Einmal über den KFA mit einer Finanzausstattung, die noch nie so hoch war, wie sie aktuell ist. Dann haben wir das KIP I, das ausdrücklich auch für Straßensanierungen verwendet werden durfte, ein Rieseninvestitionsprogramm für die hessischen Kommunen. Dann haben wir das Investitionsprogramm der Hessenkasse. Auch hier können die Kommunen wieder das Geld verwenden, um kommunale, um Gemeindestraßen zu sanieren. So, und jetzt gucken wir uns einmal an, wie die Situation im Moment im Tiefbau in Hessen im Straßenbau aussieht. Die Tiefbau- und Straßenbauunternehmen haben nämlich volle Auftragsbücher. Es sind ja nicht nur die Kommunen, die Straßen bauen und sanieren, sondern es ist auch das Land. Wir haben in der Sanierungsoffensive bis 2022 rund 580 allein Sanierungsmaßnahmen des Landes. Es werden 6 Autobahnkreuze saniert und die Lücken im Autobahnnetz geschlossen, die A44, die A4, die A49 und an der A5. Und wenn die Gemeinden jetzt Angebote einholen zu sanierungsbedürftigen Straßen, dann sagen mir die Bürgermeister, wissen Sie was, Frau Goldbach, die Kosten liegen jetzt 30 bis 100% über dem, was ich letztes Jahr angeboten hatte. Ich kann das im Moment wirtschaftlich nicht machen. Und kein vernünftiger Mensch würde doch in einer solchen Situation fordern, dass wir mit einem Förderprogramm die Konjunktur so anheizen, aufheizen und überhitzen, dass die Preise in die Decke gehen. Das ist völlig irre, und das wäre völlig unwirtschaftlich. Schauen wir noch einmal zum Abschluss ganz kurz darauf in der Anhörung, was eigentlich die Fachleute dort gesagt haben. Ich finde es immer ganz gut, mal zu gucken, um so mit den übergeordneten Blick auch zu bewahren, was die Fachleute für Staatsrecht und Verwaltungsrecht zu sagen. Und es wird ja die große Gerechtigkeitsdebatte aufgemacht. Ich finde das immer richtig, ja, weil wir müssen gucken, dass wir in unserer Gesetzgebung irgendwie gerecht bleiben oder gerechte Regelungen schaffen. Dann sagen die Verfassungs- und Verwaltungsrechtsspezialisten aber, Normgeber bei den Straßenbeiträgen ist ja die Gemeinde. Also kann man es gar nicht sagen. Es entspricht dem Gleichheitsgrundsatz, dass wenn zwischen zwei verschiedenen Gemeinden eine Ungleichheit besteht, dass es eine Ungerechtigkeit wäre, weil die kann immer nur dort bestehen, auf dem Gebiet, in dem der Normgeber zuständig ist. Das heißt, es kann Ungerechtigkeiten innerhalb einer Gemeinde geben, die eine und dieselbe Satzung hat, aber nicht eine Ungerechtigkeit zwischen den Gemeinden, sagt der Spezialist für Verfassungsrecht und Verwaltungsrecht. Weiterhin sagt er auch, Herr Schaus, ich glaube, Sie mögen heute gern mit mir reden, etwas zum Gesetzentwurf der LINKEN. Sie waren ja auch dabei. Und er sagt nämlich, DIE LINKE mit ihrer Totallösung, Zitat, sie denkt nicht daran, dass das Geld nicht irgendwo herkommt, sondern das muss ja doch am Ende jemand zahlen. Und das ist dann eben der allgemeine Steuerzahler. Und das ist eben das große Problem bei Ihrem Gesetzentwurf, dass Sie nicht sagen wollen, wer wird belastet, wer wird bezahlt, sondern dass Sie einfach immer weiter draufpacken wollen auf die allgemeinen Belastungen, und das aus Ihrer Märchenvermögenssteuer. Und diese Spezialisten haben sich auch dazu ausgelassen, diese großen Fragen, die berechtigt gestellt werden müssen, nämlich wer profitiert von einer Straße, wer hat einen Vorteil davon, dass eine Straße ausgebaut, saniert wird, diese Fragen müssen gestellt werden. Aber er sagt auch ganz klar, auf kommunaler Ebene, mit Bürgerbeteiligung. Das ist eine Sache, die soll genau dort passieren. Und
Deswegen finde ich unseren Gesetzentwurf gemeinsam mit FDP und CDU auch richtig, dass wir sagen, das ist kommunale Selbstverwaltung mit größtmöglichem Handlungsspielraum. Und dort soll entschieden werden, wie gebaut wird, was gebaut wird, und es soll auch entschieden werden, was und wie finanziert wird. Und zum Gesetzentwurf der SPD kann ich heute nichts sagen. Der ist ja recht verspätet eingegangen. Die SPD war sich, glaube ich, lange nicht so sicher, was sie überhaupt will. Der Gesetzentwurf kam dann letzte Woche. Aber wie heißt es so schön immer des Abends dann? Nun, das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal beraten werden. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor den Abendterminen der Kollegen noch ein paar wenige Bemerkungen zu der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der FDP über die Straßenausbaubeiträge. Bei den Sozialdemokraten, Frau Kollegin Goldbach, Sie haben sich da gerade so viel Mühe gegeben, aber Kollege Rudolph hat ja gerade eben selbst den 28.10. ins Feld geführt. Also, es geht offensichtlich für Sozialdemokraten ab sofort nur noch um Wahlkampf. Wir werden die Sacharbeit nicht einstellen, meine Damen und Herren. Das kann ich Ihnen sagen. Und lassen Sie mich eine Bemerkung machen. Die Kollegin Goldbach hat es gerade eben auch angedeutet. Letztendlich reden wir am Ende darüber, dass Straßen ausgebaut werden. Und wir reden darüber, wie wir die Verteilung der Straßenausbaubeiträge, Steuerzahlungen, wie auch immer, sozusagen verteilen. Aber am Ende geht es immer darum, dass der Steuerzahler diesen Ausbau bezahlt. Ob er das über allgemeine Steuermittel, über die Grundsteuer, über Straßenausbaubeiträge oder was auch immer macht, am Ende, bitte verkaufen Sie die Leute nicht für dumm, werden die Steuerzahler den Ausbau von Straßen in irgendeiner Form bewältigen müssen, meine Damen und Herren. Und, wir haben mit dem Änderungsantrag und mit dem Gesetzentwurf nunmehr die Möglichkeit, dass wir die kommunale Selbstverwaltung bei der Beitragserhebung sehr erheblich stärken. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen zumindest in Erinnerung rufen und vor allen Dingen die Verantwortung auch nicht scheuen, die wir in den letzten Jahren, in den letzten 4 Jahren hier im Lande übernommen haben. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir einen solchen Gesetzentwurf beraten würden und 4 Jahre vorher stünden, müsste ich als Kommunalminister dem entschieden widersprechen. Weil wir nämlich vor 4 Jahren, als wir die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge eingeführt haben im Jahr 2013, eine ganz andere Situation, ganz andere kommunale Situation hatten, was die Frage der Haushalte anging. Meine Damen und Herren, wir hatten damals 1/3 der kommunalen Haushalte, die überhaupt nur einen Ausgleich geschafft haben. Das heißt, wir mussten Kommunen anhalten, dass sie ihre Finanzmöglichkeiten eben auch ausschöpfen. Wir hatten damals 1/3 der Kommunen. Ah, Herr Kollege Schaus, hören Sie mir mal eine Sekunde zu. Ich habe Ihnen auch eben zugehört. Meine Damen und Herren, 1/3 der hessischen Kommunen plante damals mit einem Defizit von 100 € pro Einwohner. Und es waren sogar 15 %, die mit einem Defizit von 200 € pro Einwohner damals geplant haben. Das heißt, es musste eine entsprechende Reaktion für defizitäre Kommunen herbeigeführt werden. Und Herr Kollege Hahn, wir reden von Defiziten. Es ging nicht um die Kommunen, die Schulden haben. Da wäre sozusagen die aufsichtliche Beratung dann noch ein bisschen weitergegangen, sondern es ging wirklich darum, dass die Kommunen, die jährlich ihren Ausgleich nicht erreichen, dass wir uns um die in einer besonderen Form gekümmert haben. Und im Jahr 2018, also jetzt, wo wir dieses Gesetzgebungsverfahren miteinander beraten, sind wir in einer ganz anderen Situation. Und da muss ich sagen, da bin ich einigermaßen stolz auf diese Koalition, dass sie in den letzten 4 Jahren genau auf diese Konsolidierung der Kommunen hingewirkt hat, und zwar erfolgreich hingewirkt hat. Das können wir heute sagen. Wir haben im Jahr 2017 schon weit über 90 % der hessischen Kommunen gehabt, die ihren Haushalt mittlerweile ausgeglichen haben, von 1/3 vor 4 Jahren zu über 90 %, meine Damen und Herren. Wir haben im Jahre 2017 einen Finanzierungsüberschuss bei den Kommunen von über
von über 1 Milliarde, 1,05 Milliarden € Finanzierungsüberschuss im Jahr 2017 bei den Kommunen erreicht. Meine Damen und Herren, alleine die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, über die wir hier reden, haben fast 1 Milliarde geschafft, 826 Millionen € Finanzierungsüberschuss. Meine Damen und Herren, der Trend zur Konsolidierung geht weiter. In dieser Situation können wir uns so mit diesem Gesetz oder mit diesem Problemkreis beschäftigen, wie wir das jetzt tun. Das hätten wir vor 4 oder 5 Jahren eben nicht machen können. Und Herr Kollege Rudolph, das zum Thema Wirklichkeit. Ja, diese erfreuliche Entwicklung ist natürlich den allgemeinen Steuereinnahmen geschuldet, natürlich den großen Anstrengungen, die in den Kommunen geleistet worden sind, was ihre eigenen Einnahmefähigkeiten angeht, und natürlich auch eine nachhaltige Landespolitik. Und deswegen, ja, da brauchen Sie nicht zu lachen, Herr Kollege Weiß, eine nachhaltige Landespolitik. Wir waren diejenigen, die den Kommunen geholfen haben, eben aus ihrem Tal herauszukommen. 3 Milliarden Schutzschirm. Wir sind mittlerweile bei 5 Milliarden im KFA, den wir umgestellt haben. Wir haben KIP 1 und KIP 2, ich glaube, mit 1,5 Milliarden € insgesamt. Wir haben die Hessenkasse mit 5 Milliarden €. Meine Damen und Herren, so macht man seitens des Landes eine Kommunalpolitik für die Kommunen. Und deswegen können wir uns hier über diese Frage unterhalten. Wir haben die Kommunen aus der, ich will es mal sagen, Vergeblichkeitsfalle herausgeholt. Die Kommunen können jetzt wieder selbst gestalten. Sie haben einen Neuanfang, und in diesem Neuanfang können wir sie unterstützen. Können wir sie auch so unterstützen, dass wir ihnen möglichst viele Freiheiten geben, eben auch bei der Frage, ob sie Straßenausbaubeiträge nehmen und wie sie Straßenausbaubeiträge nehmen. Meine Damen und Herren, aber lassen Sie mich auch zumindest dazu sagen, ich kann das hier mit dieser Überzeugung vortragen, weil eine Frage, Herr Kollege Hahn, steht eben nicht unter der freien Entscheidung der Kommunen. Eine Frage nicht, das haben wir hier im Hessischen Landtag gelöst in der Hessischen Gemeindeordnung. Die Kommunen müssen einen Haushaltsausgleich herbeiführen. Wie sie das leisten, das obliegt Ihnen. Wir geben Ihnen jetzt mehr Freiheiten bei der Frage, wie Sie es leisten können. Aber das ist eben keine Frage der kommunalen Selbstverwaltung. Das haben wir entschieden. Das ist im Sinne der Nachhaltigkeit und der Generationengerechtigkeit auch richtig gewesen. Und auch deswegen können wir heute Straßenausbaubeitragsfragen so diskutieren, wie wir das hier im Moment tun. Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten? Ja, was? Herr Kollege, wenn es Mordmeldungen gibt, die gibt es per Zettel. Ne? Ja, Kollege Rudolph hat gewunken, er will vielleicht doch noch einmal in die Sachdebatte einsteigen. Meine Damen und Herren, wir haben in dem Änderungsantrag ein paar Regelungen, die hier hinreichend beschrieben worden sind, aufgenommen. Dazu gehört das Thema Jahresraten, dazu gehört das Thema Zinssatz. Die Frage der wiederkehrenden Beiträge, die wir zugelassen haben, und auch die Unterstützung im Umstellungsprozess, meine Damen und Herren. Ich finde, dass wir haben dafür gesorgt, dass die Kommunen bei der Frage des Kostenanteils eigene Spielräume haben, meine Damen und Herren, im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ein guter Gesetzentwurf, der jetzt hier vorgelegt wird, meine Damen und Herren. Ich finde, wir könnten ihm heute Abend schon zustimmen, aber wir gehen auch gerne am Donnerstag noch in die Verlängerung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Es hat sich jetzt noch einmal zu Wort gemeldet der Abgeordnete Rudolph für die Sozialdemokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Noch entscheidet der Landtag, ob ein Gesetz in erster, zweiter oder dritter Lesung, Herr Innenminister, verabschiedet wird und nicht Sie. Das ist auch gut so. Ja, meine Damen und Herren, wie wird das finanziert? Ja, ja. Wie werden eigentlich die 5 Milliarden € Hessenkasse finanziert? Wie machen Sie das? Haben Sie im Lotto gewonnen? Haben Sie im Checkpot gewonnen? Weil Sie hier so tun, wenn andere einen Vorschlag machen, der Geld kostet, ist das unseriös. Wie finanzieren Sie 5 Milliarden € Hessenkasse? Vielleicht tritt hier einer einmal an das Pult und erklärt was. Weil das ist eine ziemliche Unverschämtheit. Dann kommen wir mal zu Ihrem Gesetzentwurf. Und, Herr Minister, ich freue mich, wenn Sie jetzt irgendwann auch einmal in die Sachdebatte wieder einsteigen, in dem Entwurf, den Ihr Haus ja augenscheinlich geschrieben hat, weil Sie ja fast alle Gesetzentwürfe für CDU und GRÜNE mittlerweile schreiben,
oftmals allerdings nicht sattelfest und gerichtsfest. Also, da steht nachher in den Erläuterungen auf Seite 2, die Ausgleichszahlung beträgt 5 € je Einwohner, mindestens aber 20.000 € je Abrechnungsgebiet. Da kommen schon locker, wenn sich viele beteiligen, mal ein paar Millionchen zusammen. Wo ist eigentlich Ihr Deckungsvorschlag? Wie finanzieren Sie das? Steht hier nichts drin? Meine sehr verehrten Damen und Herren, nein, wissen Sie, was wir Ihnen nicht mehr durchgehen lassen? Diese Heuchelei, die Sie permanent an den Tag legen. Wenn Sie etwas bringen, ist es seriös finanziert. Wenn andere machen, ist es unseriös. Das ist Heuchelei pur, Heuchelei von Schwarz und Grün. Normalerweise steht bei Gesetzentwürfen, wie wird das finanziert. Was Sie zu Recht von anderen einfordern, müssen Sie selber machen. Aber es ist wie beim Landtagswahlgesetz. Da wird eine 25-%-Grenze eingeführt, und Sie selber sagen für sich, das müssen wir nicht einhalten. Sie schaffen sich zweierlei Recht. Sie wollen sich zweierlei Recht schaffen, und das ist nicht akzeptabel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da frage ich mich doch, wo lebt eigentlich der hessische Innenminister? Stellen Sie sich einmal der Diskussion von Bürgern in Sondra-Wichmannshausen. Gehen Sie einmal nach Nendershausen. Wir gehen gemeinsam, ich biete es an, nach Niederaula. Gehen wir nach Battenberg-Frohnhausen und erklären Sie den Menschen, Sie müssen 30.000 € bezahlen. Und dann kommt das Angebot der GRÜNEN, wir machen das in jährlichen Raten. Das ist Zynismus pur, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sagen, wir verteilen das auf Raten. 30.000 € bleiben 30.000 €. Und deswegen, die Alternative muss deutlich werden. Übrigens in Bayern, Sie übernehmen ja Verfassungsschutzgesetz Hessen, haben Sie ja viele Teile aus Bayern übernommen. In Bayern werden die Straßenbeiträge abgeschafft. Und jetzt kommen Sie nicht damit, Hessen sei, Sie loben sich doch selber mehr, als wir das je könnten und auch nicht machen würden, dass Hessen ein wirtschaftsstarkes Land ist. Sie sagen doch das. Sie können die Beträge finanzieren. 40 Millionen Versorgungssicherungsgesetz. Und deswegen, um die Beträge, um die es geht, die sind zu finanzieren. Sie wollen es nicht. Das ist völlig in Ordnung. Sie wollen es nicht. Aber tun Sie doch bitte nicht so, als wenn es keine andere Lösung gibt. Sie wollen es nicht. Wir wollen es. Das ist der Unterschied. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir am Ende der zweiten Lesung. Es ist dritte Lesung beantragt. Das heißt, wir verweisen den Gesetzentwurf in den Innenausschuss und den Haushaltsausschuss. In weiser Voraussicht zum Verlauf dieser Sitzung sind auch schon diverse Ausschüsse eingeladen. Und es freuen sich jetzt alle Kolleginnen und Kollegen auf die Sitzung des Hauptausschusses im Sitzungsraum 100 Groß A. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie. Kleinen Moment bitte. Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung tritt zusammen im Sitzungsraum 204 M. Der Innenausschuss zusammen mit dem Haushaltsausschuss im Sitzungsraum 510 W. Und der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Sitzungsraum 301 P. Frei hat der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss. Ich wünsche ansonsten einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr wieder.